Leute, wir sind noch lange nicht durch mit der Polizeistation. Und damit herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 2 Remake. Wir haben in der letzten Folge den oberen Teil der Polizeistation hinter uns gelassen und haben einen Bosskampf gehabt, unseren ersten Bosskampf, um genau zu sein. Und sind jetzt nun in dem Garagenabteil, müssen uns jetzt allerdings wieder einmal ja eine x-beliebige Keycard suchen, die ein gewisser Kollege im Gefängnis uns zukommen lassen wollte. Allerdings wurde er auf teuflische Art und Weise ermordet. Und jetzt müssen wir uns aber trotzdem noch der Karte zu eigen machen. Und dafür müssen wir ja den Knast logischerweise aufmachen. Und dafür brauchen wir Ersatzteile, die wir zum einen im Transformatorraum und ganz oben in der Polizeistation wiederfinden. Allerdings müssen wir uns erstmal unseren Weg dorthin bannen. Zum anderen am Zwinger vorbei. Wir wissen ja in der letzten Folge schon, dass auch die Hunde von dem Virus befallen sind und die uns das Leben definitiv nicht einfacher machen werden. Und unsere Aufgabe wird es sein, uns da jetzt durchzukämpfen. Oh, unser erstes blaues Kraut. Das ist doch mal schön. Nur leider habe ich gerade keine Mixtur dabei, mit der ich das mischen kann. Ich glaube, das hebe ich mir mal erstmal auf. Denn ich möchte gerne meine anderen Mixturen erstmal damit vervollständigen. Hi. Ich glaube, es wäre eine gute Idee, die mal zu erledigen. Ich glaube, die werden nämlich später noch rauskommen. Und davon wäre es auf jeden Fall ratsam, die Dinger erstmal zu erledigen, bevor das passiert. So, währenddessen schnappe ich mir noch ein bisschen Flintenmuni. Ist das alles, was ich habe? Oh Gott. Flintenmuni haben wir kaum noch was. Das haben wir ja alles beim letzten Mal beim Bosskampf verschwendet. Oder ich schaff das. Verschwendet, sag ich mal. Ist immer noch hier. Mama! So. Ich würde mal sagen, das war's fürs Erste. Aber ich bin mir sicher, es werden nicht die einzigen sein, die wir haben. Wir haben beim letzten Mal auch für die Mathilda jetzt so einen Griff jetzt, dass wir in Salven schießen können. Das haben wir aus dem Polizeiauto hier in der Parking Area. Dass wir uns, nachdem wir uns einem Schlüssel handhab gemacht haben. Oh, es ist die Leichenhalle. Ui. Jetzt wird's interessant. Jetzt darf ich auch noch in irgendwelchen Leichen rumwühlen. Das bringt mich aber auch wieder übelst an Erinnerungen an Resident Evil 7 zurück. Da mussten wir auch in irgendwelche Leichenhallen irgendwie rumsuchen. Oh, ein rotes Kraut. Warte mal, da haben wir doch eine Mixtur wieder zusammen. Moment. Eine völlig neue, guck mal an. So. Haben wir das hier auch mal am Start. Grün, Rot und Blau. Die ultimative Mixtur. Gibt nichts Krasses in dem Game. Ich mach mal wieder zu. Bislang waren ja noch keine Leichen drin, aber wer weiß, wann wir fündig werden. Uah! Gut, das sind keine Leichen, aber hallo? Sie sind unbesiegbar. Ah ja, verstehe. Okay. Wahrscheinlich haben wir hier die Ursache des Virus gefunden. Mehr oder weniger. Ist gar nichts. Also zumindest geht es nicht weiter raus. Das auch nicht. Ich wühle ja ungern in den Leichen rum, aber ich muss ja. Was, so eine schöne Blendgranate für mich. Kann ich die mal kurz nehmen? Ich pack dich auch schön vorsichtig wieder zurück. Ich möchte ja keine Bekanntschaft mit dir machen, eigentlich. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Oh, hi. Warte mal. Bevor wir hier noch irgendwelche anderen Bekanntschaften machen, möchte ich gerne so wenig Gefahren wie möglich hier noch am Start haben. Und dass hier noch irgendwo einer sitzt, war ja irgendwie klar. Oh! Hast du was? Du hast nichts, oder? Wir werden es ja sehen, wenn mir was fehlt, wenn die Karte blau ist. Hier ist nichts. Hier ist irgendwie
der Leichenabteil geklaut worden. Was hast du so Hübsches? Hast du was? Ja, hat was. Der Karo-Schlüssel! Oh! Es war ja klar, dass hier noch einer aufstehen wird. Mir geht sogar langsam die Muni aus, muss ich sagen. Wir haben mal so viele gehabt, ey. Aber seit dem Bosskampf wussten wir, haben wir einiges verballert. Scheiße. So. Sind so irgendwo aufgestanden? Bei dem anderen ist ja der Kopf geplatzt, da sollten wir jetzt kein Problem mit haben. Ich möchte gerne noch die letzten Leichenabteil noch untersuchen, wenn du mich lässt. Oh. Ja, hat sich dann erledigt. Gut. Dann verlasse ich dich dann auch. Kannst ja gern weitermachen, was auch immer du hier machst. Oh. Ach, die Notizen werden mir doch nicht angezeigt. Okay. Autopsiebericht. Entschuldigung. Autopsiebericht Nummer 53477. Okay. Name ist verstorben. Justin Hansen. Männlich, weiß, 93. Genau. 39 Jahre alt. 93. Uiuiuiui. Beobachtung vom Personaltod. Vom Personaltod im Bett seiner Gefängniszelle aufgefunden. Hände aufgrund der Leichenstarre zusammengeballt. Sollte bald nachlassen. Wahrscheinlich nach Löschung des Lichts verstorben. Eieiei. Der Verstorbene war eine Kleptomane, der damals in Haft saß. Außer, unglaublicherweise klaut er sogar im Gefängnis weiter. Wobei es nur sehr einer klinischen Diagnose entspricht. Also, wobei das nur seiner klinischen Diagnose entspricht. Okay. Wahrscheinlich der Typ, den wir gerade gekillt haben. Ich glaube, der hat nämlich den Schlüssel geklaut. Würde ich jetzt mal spontan sagen. Okay, wir haben hier sonst alles. Hier. Ach, hier brauchen wir das Werkzeug. Oder die Kurbel. Wie man es jetzt auch immer nennen will. Wir bekamen jetzt vom Spiel den spontanen Namen Werkzeug. Das ist nicht sonderlich spezifisch, aber ja. Akzeptiere ich. Hier. Schießpulver. Ich habe sogar schon eine Blendgranate zu viel. Ich sollte die mal verwenden. Verpacktes Elektronikteil. Ach, das ist für den Schaltschrank, ne? Aber hier gibt's noch mehr. Jetzt müssten wir ja theoretisch nach oben hier zur Polizeistation hoch, weil dort... Was war das? Beim Uhrenturm oder so war das. Strom. Ampere und Volt. Also müssen Gleichgewicht machen, damit wir die entsprechende Leistung hinkriegen. Fast. Nein, das bleibt mal an. Tausch mal mit dem. Nee. Das müssen wir ein bisschen probieren. Das ist richtig, okay. Die letzten beiden, ganz rechts. Jetzt haben wir den Strom angeschaltet. Oh Gott. Und die Hunde, die restlichen, haben wir freigelassen. Okay, das ist geil. Wenn die Schrotflinte one-hittet, dann ist es perfekt. Ich glaube, es hat alles aber nur bei dem funktioniert. Ist hier noch was? Hier ist noch irgendwo was. Ja, aber wo? Frage. Ich laufe hier mal einmal durch, weil es sollte ja durch Pfeile angezeigt werden, wo noch was ist. Hier noch? Hier habe ich ja nicht geguckt. Ich möchte ja gern alles finden. Ich möchte meine blauen Karten haben. Scheiße, ich finde es aber gerade nicht. Werde ich das erste Mal schneiden müssen? Da gehört das hier zusammen. Nee, das gehört nicht zusammen. Warte mal. Transform. Hier hinten? Warte mal. Hier. Ah, da sehe ich ein Kraut. Komme ich irgendwo hin? Hier lang.
Ja, ganz offensichtlich. Ich weiß nicht, wie ich das übersehen konnte, aber ich hab's geschafft. Ich kann es nicht mitnehmen. Warte mal. Bestimmt nicht der letzte. Boah, aber die Schrotflinte one-hittet wirklich. Krass. Props an die Schrotflinte. Also bislang hat die Smith alles one-hittet. Ich habe auch nur einen Schuss. Der muss jetzt sitzen. Oh Gott. Sehr schön. So, jetzt muss ich aber auf die Piste mal achten. Und bei der habe ich auch nicht mehr so nicht viel Schuss dabei. Sieht also mies aus. Oh, warte. Ich habe jetzt Platz. Ich nehme mal kurz das Kraut mit. Das kann ich mir auch gleich einverleiben, denn ich bin ja ein bisschen angeschlagen. Der eine Hund hat mich dann doch erwischt. Dann passt es doch eigentlich ganz spontan. So. Rinder. Und gleich anwenden. Sollte man das grüne Kraut allein kann man anwenden, wenn man im gelben Bereich ist. Bisschen angeschlagen. Bei Gefahr sollte man dann doch auf die Stärkenkräuter bzw. auf das Spray zurückgreifen. Aber sonst passt es eigentlich, wenn man das Risiko eingeht, dass man dann keine Mischkräuter mehr hat, sollte man dann kann man ruhig auf das grüne Kraut zurückgreifen. Vor allem in meiner Situation, wo ich einige schon habe. Ich habe einige in der Kiste zurückgelassen. Da sind einige zum Mischen. Also ich habe es jetzt nicht so sonderlich nötig. Peak-Schlüssel, warte, den haben wir. Den Karo-Schlüssel, Entschuldigung. Peak-Schlüssel haben wir längst. Den Karo-Schlüssel kann ich jetzt ja hier anwenden. Mach mal auf das gute Stück. Den haben wir ja den Toten in der Leichenhalle geklaut. Hier wäre wieder ein rotes Kraut gewesen. Und noch ein Film. Ja, wir müssen jetzt oder so zur Polizeistation wieder nach oben. Da wäre das nicht schlecht, den mitzunehmen. Allerdings habe ich jetzt keinen Platz mehr. Warte mal, soll ich vielleicht mal zurückgehen und mir Platz schaffen? Was könnte ich denn wegpacken? Ich könnte das Elektroteil erstmal wegpacken. Ich glaube, das können wir auch erstmal auspacken, ne? Hier. Genau, das brauchen wir. Davon brauchen wir noch ein zweites. Ich pack mal ein paar Granaten weg. Ich brauche jetzt die Blendgranaten jetzt nicht sonderlich. Ich sollte die auch vielleicht mal bei den Hunden verwenden. Wenn es hier noch welche sind. Kann nämlich sein, dass hier im Hauptgang noch welche sind. Ja, ich höre sie schon, da vorne. Alter. Komm gar nicht klar mit den Viechern. Ich habe aber auch nichts Angreifbares, ne? Und ich verschwende hier, glaube ich, nur meine Muni. Oh Gott. Einer noch. Ja! Boah! Ich hoffe, das sind alle drei. Ich hoffe, hier ist nicht noch ein vierter. Bei den einen habe ich echt Glück gehabt. Da habe ich auch, ist mir auch diese Funktion mit den Salven echt gut gewesen, weil damit habe ich drei Schuss irgendwie so auf einmal abgeschossen und dann habe ich den in der Luft erledigt. Dafür gab es, glaube ich, auch ein Achievement, aber ich habe ja schon einige Achievements. Ich habe das ja, als ich die Xbox bekommen habe, habe ich es ja, ich glaube, fast durchgespielt schon mal. Deshalb habe ich auch schon einen Speicherstand gehabt am Anfang. Und die ganzen Achievements sind schon alle am Start. Aber dafür gab es ein Achievement. Das hätte ich jetzt so prinzipiell bekommen. Hätte ich das noch nicht gehabt. So, was packe ich jetzt weg? Ich packe jetzt erstmal das weg. Das brauchen wir fürs Erste nicht. Die Granate kann weg. Oh, warte. Die hätte ich jetzt so... Warte, die kann ich jetzt kombinieren. Ja, er hat sie schon gemacht. Okay. Das Kraut kombiniere ich kurz. Dann kommt das wieder in die Kiste. Oder wohl, nee, das andere kommt in die Kiste. Ich packe das weg. Habe ich noch ein Spray? Ja, dann packe ich das ein. Und das weg. Nee, die Piste kommt da oben hin. Der Schlüssel kommt dahin. Das Schießpulver nehme ich mal mit oder habe ich noch ein zweites?
Habe ich nicht. Kurbel brauchen wir, den Schlüssel brauchen wir. Heilung brauche ich. Okay. Ich belasse es dabei. Let's go. Dann holen wir uns noch den Film und was auch immer da noch in dem Raum ist und dann gehen wir nach oben. Das war ja da gleich in der Nähe. Sonst den Rest haben wir ja alles. Genau, es wäre, da wird mir auch noch der Film angezeigt. Vielleicht ist es auch das letzte. Dann können wir durch die Tür kommen wir mit Sicherheit wieder hoch in die Polizeistation. Dann kann der Spaß wieder von vorne beginnen. Oder beziehungsweise ein neuer Spaß beginnen. Wir haben ja lange nicht alles von der Polizeistation gesehen. Falsche Tür. Erstmal anderes Ziel. Ich weiß, Leon, du willst ganz dringend wieder zur Polizeistation zurück und den Rest sehen. Aber erstmal wäre es ratsam, den Film mitzunehmen. Das ist auch das letzte Item hier in diesem Raum hier ist, oder Item. Ich bin wieder gespannt, wie viel es in den Kommentaren triggern wird, wenn ich das Item nenne. Eigentlich nenne ich es ja auch gar nicht Item. Ich weiß gar nicht mal, woher das kommt. Das klingt auch mal hin und wieder mal ganz lustig. Eigentlich habe ich es auch schon immer eigentlich Item genannt. So, nochmal Schrot finden, Muni. Gleich mal nachladen. Und ein Safe Room, das ist doch schön. Hier ist auch wieder eine schönes blaues Kraut, das wir in unsere Mixturen reinmischen können. Ein Safe Room ist doch immer schön. Neue Flintenmuni. Ist immer gern gesehen. Und neue Pistolenmuni. Mal dafür sorgen, dass die ganzen Pistols immer geladen sind. Ah, Magnummuni. Ist cool, aber kann ich bislang nicht gebrauchen. Oh, hier ist ein Mr. Everywhere. Die Mr. Everywhere bleiben ja gespeichert. Das heißt, alle, die ich noch nicht in meinem ersten Playthrough erledigt habe, die sind noch da. Und die ich erledigt habe, sind nicht mehr da. Die bleiben in jedem Playthrough gespeichert. Das heißt, den habe ich nicht gefunden. Obwohl der eigentlich ziemlich offensichtlich ist. Ich bin jetzt zwar nicht heiß darauf, alle zu finden, aber diejenigen, die ich finde, nehme ich mit. Wenn ich sie schon finde. So, Magnum Muni kommt weg. Ich nehme mir so ein Kraut, damit ich das mixen kann. So, dann packe ich es wieder zurück. Die Sicherung, brauche ich die jetzt? Der Film, den kann ich kurz wegpacken, falls ich ein paar Items auf dem Weg dahin aufnehme. Weil in der Nähe des, das, wo wir Bilder erstellen können, ist ja im Safe Room. Das heißt, ich kann die da gleich entwickeln. Oder beziehungsweise kann ich das da gleich wieder aus der Kiste rausholen, aus der entsprechenden. Aber erstmal müssen wir da erstmal wieder hin zurückkommen. Ja, hier hängen sie wieder an den Fenstern. Oh, hi. Und auch mehrere, natürlich. Shit. In den ersten Folgen war es ja ziemlich geil, dass ich so geil schießen konnte, aber inzwischen lässt es immer noch nach. Mit dem alles nicht. Oh, da ist ja noch einer, ey. Drei Stück. Was zum? Haut da auf irgendeinen anderen rum. Hier ist gar nicht die Sicherung einsetzen. Okay. Hängt ein Messer in der Wand. Sehr, sehr schön. Habe ich auch wieder eins. Wow! Ach, das ist Elliot! Das ist Elliot! Hier ist er gestorben. Das ist hier die. Die haben sie dann rausgerissen, wie auch immer sie es gemacht haben. Er betet um seinen Aufenthalt. Bam. Bam. Wow. Wow, da kommt noch einer. Oi, 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 oi. Boah, scheiße, ey. Ich hab noch einen Schuss für die Schrotflinte. Scheiße, Mann. Ich brauche Muni. Gib mir Muni.
Davor bin ich vor dem Bosskampf mit über 100 Pistolenmuni rumgerannt. Jetzt habe ich gar nichts mehr seitdem. Ist richtig traurig. Okay, sind wir wieder oben, genau. Jetzt sind wir von der anderen Seite gekommen, da wo wir das Buch von Elliot bekommen haben. Und kann ich jetzt noch weiter? Haben wir von dem. Ach stimmt, ich bin ja ein Pfosten. Ich hätte schon längst den Tresor öffnen können. Nee, ist klar. Habe ich zugemacht. Das Fenster könnte man höchstens noch zumachen. Kann ich das überhaupt zumachen? Das kann ich zumachen. Ja, dann bin ich ja froh, dass die so blöd sind und da nicht an das Fenster rangehen. Ist der Asiate noch wach? Nee. Der mir mein eines Messer geklaut hat. Kann ich mich noch dran erinnern. Wie geht's jetzt eigentlich, Marvin? Marvin! Ja, den geht's prächtig, wie ich sehe. Eieieiei. Okay, warte, ich habe eh anderes Ziel. Marvin! Ja, ich habe gerade keine Munition. Ich habe gerade keine Munition und keine Zeit für dich. Es reicht für dich nicht. Hat sich jetzt hier einfach mal ein Licker platziert hier. Ich glaube, ich spinne. Ah, stimmt. Ich wollte ja eh hier hin. Ja, ich bin ja eh ein Idiot. Ich wollte eh zu dem Tresor hier hin. Warte mal, den haben wir doch, im Stars-Büro haben wir doch hier eine Notiz bekommen. Wo ist denn die? Hier. 9.15.7. Eine Gürteltasche. Okay. Thank you very much. So. Das ist dann auch alles. Die eine Dings fehlt ja noch. Die eine Taste. Wo sollte ich als nächstes hingehen? Brauchen wir noch den USB-Stick? Ist das Karo? Ja, hier kommen wir hin. In die Waschkammer können wir jetzt hin. Da ist noch ein Tresor. Da kommen wir jetzt weiter. Da haben wir jetzt die Kurbel. Ja, siehst du, da steht auch Kurbel. Und der kommt mir mit Werkzeug, das Spiel. Hier ist der Hubschrauber. Ja, okay, dann gehen wir erstmal in den Waschraum da oben. Da gehe ich aber an eine andere Seite. Da gehe ich. Oder muss ich da? Nee, ich komme da auch anders hin. Ich komme durch die Bibliothek, komme ich da durch. Da muss ich jetzt nicht an den Licker vorbei. Da muss ich zwar an den früher oder später vorbei, aber gerade jetzt mit so wenig Munition will ich jetzt eigentlich ungern an dem Licker vorbei. Brauche ich dafür irgendwas noch? Messer habe ich noch. Dann rüste ich auch mal kurz aus. Wäre vielleicht nicht schlecht. Ich dachte gerade, da hätte ich ein Mr. Everywhere gesehen, aber hätte ich auch schon Gespenster. Ja, Marvin, lauf mal da unten rum. Hab deinen Spaß, solange du noch kannst. Jetzt habe ich aber gerade erstmal keine Zeit für dich. Sei es dir geglückt. So. Nochmal auf die gute Stube. Ja. Schießpulver. Den Key brauchen wir schon nicht mehr. Ui, das war aber wenig. Oh, der zweite Tresor. Sehr nice. Ich glaube, dafür haben wir keine Zeit mehr. Der Part ist schon wieder zu Ende. Zweite Taste. Ich könnte von hier aus dann durch den Duschraum wieder zurückrennen. Zu dem Safe Room. Wollen wir das so machen? Ich glaube, das machen wir so. Hier, den Licker haben wir ja schon erledigt. Dann sprinte ich da schnell zurück und da speichern wir ab und dann beenden wir die Folge. Dann können wir da auch dann in der nächsten Folge das Bild entwickeln und dann in der nächsten Folge auch die Tasten einsetzen. Das ist ja gleich in der Nähe. Ja, dann wissen wir auch schon mal, was wir in der nächsten Folge machen. Sehr schön. Aber jetzt muss ich erstmal langsam laufen, weil hier unten ja der Licker rumrennt. Der läuft ja hier den Gang entlang. Naja, du bist doch das geringste Übel.
Muss ich dir leider mitteilen. So. Oder entwickeln wir den jetzt noch schnell? Komm, wir entwickeln ihn jetzt noch schnell. Geht er schnell. Aha, der spinnt. In der obersten Etage. Oder das machen wir in der nächsten Folge. Ja, komm, da habe ich Bock drauf. Auf jeden Fall würde ich sagen, damit endet es wieder in der Folge. Wenn es euch gefallen hat, wieder da lasst ein Like da, beim nächsten Mal und beim nächsten Mal schlachten wir weiter Zombies ab und versuchen hoffentlich ein bisschen mehr Munition wieder auftreiben zu können. Und deshalb, bis zum nächsten Mal bei Resident Evil 2 Remake. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, abonniert, was ihr machen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.